So, ich habe es endlich aufgegeben. Mir tut alles weh. Ich warte nur noch auf den Bus, um nach Hause zu fahren. Irgendwie, mir tut wirklich alles weh. Nie wieder Wanderung, nie wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der Wandertag 5.0. Ich habe komplett verpennt und muss jetzt mich ganz schnell anziehen, mich beeilen, zum Bahnhof zu kommen. Und oh, guten Morgen, Jamal. Seht mir, dass ich zu spät gekommen bin? Naja, ich habe gesagt, dass du... Also, dass der Schänder dir die Kniescheibe zerspricht. Oh, dürfen wir vor? Nee, ich weiß nicht. Oh, danke, danke, danke. Sie retten uns den Tag, wir verpassen uns den nächsten Zug. Ja, danke, danke, danke. Bitte. Mein Frühstück besteht aus Trockenbrot. Und so muss das auch sein. Aua! Genau so läuft die Prozedur, wenn ich meinen Trockenkot verspeise. Also ich tue den auch erst ein bisschen einmehlen und dann genau, ja, muss ich auch umhusten, weil der echt staubtrocken ist, ne? Weil meine Darmflora ist komplett kaputt. Dazu gibt es noch Hot Chili, Knacker. Das sind keine Knacker, das sind Stängel. Ein richtiger Knacker ist 70 Jahre alt und stinkt nach Scheiße. Oh. Also ich. Und ich bin inkontinent, weil eben meine Darmflora kaputt ist. Eine schöne fette Portion. Alter, Süßungsmittel. Das ist quasi das Produkt meiner Inkontinenz, der Trockenkot. Du widerst mich an. Und dann lasse ich halt ab und zu auch Trockenbrot dadurch herstellen. Deswegen kommt sowas halt auch zustande. Das ist eigentlich mein Trockenkot. Finde ich cool, dass die Leute denken, das Weiße ist Mehl. Aber nein, das ist Schimmel. Nee, es ist meine Scheiße. Versteht ihr jetzt, warum wir so dringend diesen Wandertag brauchen? Die Stadt macht uns krank. Oh ja. Der Schänder macht uns krank. 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 Bam, bam. Der Schänder macht uns krank. Bam, bam. Das ist alles die Frage der Energie. Also die Energie ist das, worauf es ankommt. Hör auf mit der Energie. Nee, das ist... An dieser Stelle möchte ich nochmal dem ehrenwerten Zahlschwein danken, das mir diesen Rucksack damals gesponsert hat. Ein Amazon Basic 55 Liter Rucksack. Der ist zwar sehr billig, aber der wird mich ab jetzt begleiten auf solchen Wanderungen. Ich würde eine Anfrage stellen, falls es da draußen noch Zahlschweine gibt, die sich vom Schänder erpressen und ausnutzen lassen wollen. Gegen bares Geld. Nee, gegen bares, weil wenn ich mich mit euch treffen soll, dann verlangt ihr wieder, dass ich euch vergraben soll und dann durch einen Trichter urinieren soll und so. So auf sowas habe ich jetzt nicht unbedingt Bock. Ich stehe eher so auf diese Online-Erpressung. Also wie damals halt, dass ihr euch auf einer schwulen Seite angemeldet habt, mir die Account-Daten gebt und ich das Passwort ändere und nur das neue Passwort wieder rausgebe, wenn ihr mir so und so großen Betrag per Amazon-Gutschein überwiesen habt. Ich glaube, die Frau fühlt sich unwohl. Na, das ist doch schön. Also wir sind jetzt offensichtlich in Freital und ich freue mich wirklich sehr. Da hast du mich gerade fotografiert. Hau doch mal ab, du... Ich muss an dieser Stelle ganz ehrlich gestehen, dass Trockenbrot nicht das optimale Frühstück ist. Ich habe mir fast die Zähne ausgebissen. Und wir sind auch die falsche Zughaltestelle ausgestiegen, also müssen wir jetzt erstmal zum Sergeant laufen. Der Mann wartet seit gefühlt einer Stunde auf uns. Aber Freital ist eigentlich ganz schön. Die Vorwanderung, also das Vorspiel in diesem Fall für den Wandertag, mit einem ziemlich langen Fußmarsch bis zu diesem Mann, hat jetzt sein Ende gefunden. 19 Minuten? Ja. Für euch vielleicht lang. Ist jetzt lange gewartet? Ja, die Aufzeichnung der Tour läuft seit einer Stunde 33 Minuten. Ich hab dich wirklich lieb. Stört er dich. Coole Wanderung. Fahren wir jetzt nach Hause? Fährst du nach Hause? Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Hier unten? Ich kann dir mal. Dieser Stück? Ja. Verletzt oder? Wenn wir verletzt werden, kann ich mich mit dem Stock verteidigen und ihr nicht. Okay. Hochspannung, Lebensgefahr. Wie lang ist die heutige Wanderung und was ist das Motto dieser Wanderung? Also offiziell sind es 19,5 jetzt noch ungefähr Kilometer. Und das Motto ist Pfeffi-Pause wahrscheinlich. Nee, ich meine, also wir besuchen eine Klamm. Ach so, also nur 5 Minuten. Echt? Ja, nicht ganz.
Na, was ist eine Klamm für die Leute, die das nicht wissen? Helmsklamm. Das ist eine Klamm, ein Tal. Ein enges Tal. Eng. Eng. Free Flötmann, möge er aus Stuttgart fliehen und wieder zu uns zurückkehren. Er wird dort echt von Stuttgarter, also von Stuttgarter Hooligans gefangen gehalten. Ich habe es live miterlebt. Sie haben wirklich sehr leckere Radiesel. Naja, die letzten. Geil. Lassen Sie sich schmecken. Der sogenannte Erlebnispfad wird jetzt beschritten. Und ich freue mich aufs erste Erlebnis, und zwar die erste Rast. Wann ist denn endlich mal Pause? Also hier liegen wirklich mehrere benutzte Kondome rum und andere seltsame Sachen. Und hier wurden wirklich scheinbar schon Menschen gezeugt. Also mich wundert hier gar nichts mehr. Jedenfalls geht's jetzt hier mal los. Und dieser Rucksack hat sogar ein eigenes Schnapsfach. Die Pause! Ja, heute gibt's eine andere Pause, und zwar eine sogenannte Josta-Bären-Likör-Pause. Hm. Der Mann trinkt Cola Zero ohne Koffein. Ja. Das ist wirklich sehr vorbildlich. Die ganze Chemie-Scheiße will ich gar nicht wissen, wo das hinkommt. Nummer 1. Wird das fachgerecht entsorgt? Ja. So, ihr denn? Ficken. Ja, los, es wird gefickt. Es filmt schon. Sonst trinke ich keinen Alkohol. Ich mach's nur für die Kamera, für Klicks, weil ich aufmerksamkeitsgeil bin. Das! Größterle! Also, warum soll die sonst meine Gesundheit zerstören? Also, ich zerstöre nur meine Gesundheit, wenn die Leute mir dabei Aufmerksamkeit schenken. Ja, Molm! Ja, Molm! Nicht. Ficken. Was ist Kirschengeschmack? Das ist der Geschmack des Fickensgammel, den kennst du noch nie, weil du noch eine einsame Jungfrau bist. Alter, Junge, ich werde heute 100% mit deinem Kriegsschutz dir deine. Ich will, dass du mich fickst und dann bist du deine Unschuld los. Na los, dann Hose runter und es geht los. Gerne. Gambrinus. Und zwar von den Tschechen, damit ich die Flasche im Naturschutzgebiet, im Naturschutzgebiet. Im Müll entsorgen kann. Ja, genau. Der sich als Naturschutzgebiet entpuppte. Bevor ich 35 bin, brauche ich noch unbedingt noch ein paar richtig geile weibliche Spalten. Ich glaube, so, wenn ich 35 bin, also in 6 Jahren, wird mein Schwanz nicht mehr so funktionieren, wie er soll, oder? Wann kriegen Männer eigentlich Erektionsstörungen? Sag es uns! Ja, das stimmt gar nicht. Was? Ich habe nie zugehört, weil ich gerade auf der Wanderung bin. Eine Wanderung, die ist schön. So, die Aufnahme läuft! Wir sind an einem sehr, sehr schönen Ort, muss ich hier wirklich gerade sagen. Also, wir sind, glaube ich, nicht mehr weit. Es nimmt auch Weitwinkel auf, ist das so in Ordnung? Mhm. Wir sind, glaube ich, nicht mehr weit entfernt von der Klamm. Weil der Kamel dann nicht mehr so unglaublich fett wirkt. Das? Nee, es war ein Spaß, Kamel. Nee, das ist echt so widerlich. Kamel. Kamel ist das sogenannte Adonis-Kamel. Heute sind sehr schöne Kamel, Alter, ich würde dich gerne. Irgendwann schnapp ich. Nee, irgendwann werde ich hier ganz schlimme Dinge antun. So. Aber es braucht immer eine Weile, bis ich meine Freunde verrate. So ungefähr 12. Ich werde nie deine 2 Kniescheiben miteinander zerbrechen, sondern ich werde erstmal eine Kniescheibe zerbrechen. Warum fragst du dich nur eine Kniescheibe? Weil ich will dir die Hoffnung. Ich will die Hoffnung in dir sehen, dass du denkst, du kannst mit der ganzen Kniescheibe noch abhauen. Und dann werde ich dir die andere Hoffnung zerbrechen. Meine Eichel ist eine Kniescheibe. Eine sogenannte Eichelscheibe. Brech du mir die erstmal. Die ist härter, als du denkst. Junge. Ja, können wir halt probieren. Wenn mein Glied erstmal erregiert wird, dann kann man die. Mein Glied kann man nicht brechen, Junge. Fick dich. So. Ja, also wir sind eigentlich nur hier, um die Natur zu schänden. Die Natur scheint uns. Na, wir sind die Natur und der Alkohol ist die Mutter Natur. Und Mutter Natur wird uns immer wieder ficken. So wie es meine eigene Mutter gemacht hat. Ja. Jetzt geht es das erste Mal wirklich berghoch, und zwar da. Oh ja. Freust du dich schon auf den Schweiß? Na, ich hoffe, der Förster kommt, der sieht uns und gibt uns ein Hausverbot. Ich weiß zwar nicht, was mit diesem Baum geschehen ist, aber ich bin sicher, das hängt mit einer Ex-Frau zusammen. Nimmst du eigentlich echt Kreta? Kreta? Kreta Thunberg? Fick dich, noch nie einen Dicken gesehen, der
sportlich wandert. Jetzt beginnt die Klamm und auch der anstrengende Teil der Wanderung. Und das wird schön, das wird interessant. Ich bin gespannt, wann dieser Mann bricht oder ob er durchzieht. Ich meine, damals ist er der Seib gebrochen. Es wird sehr, sehr wild. Ich freue mich richtig auf diese Klamm. Ich wusste gar nicht, dass so eine Klamm so nah ist bei uns. Es wird immer abenteuerlicher. Bitte warte mal. Ja, alles gut, ganz entspannt, Bra. Ganz entspannt, Bruder. Ich werde warten, bis du drüben bist und erst dann gehe ich mit drauf. Ja, ja, ja. Na, ist ja schon unser kleiner Wanderbube. Ich muss schon sagen, ist echt ein schöner Wanderweg. Nicht zu steil. Ach so, da geht's hoch. Ich will aber das hoch. Warum nicht? Der Mann hält uns klein. Der Mann hält uns unten. Wir müssen uns gegen die Autorität stellen. Wir müssen da hoch, Alter. Gamel, das lassen wir uns nicht gefallen. Ich, nein, wir wollen heute auf die Klamm. Die Klamm geht nach da und nie nach da. Fick dich ins Knie. Was für Schätze und wunderbare Welten lauern da oben? Keine. Das sagen sie allen. Da ist, prinzipiell ist da nur ein Ausblick über die Klamm, aber wir wollen ja in der Klamm weiterlaufen. Du hältst uns absichtlich unten. Richtig, weil ich eure Fitness kenne. Ach, touché. Okay, ab jetzt geht's wirklich steil. Mein Kreislauf macht schlapp. Aber das ist gut so, weil jedes Mal, wenn man an seine Grenzen kommt, kommt man ein Stück weiter im Leben. Oder geht zwei Schritte zurück. Kommt immer drauf an. Also das erste Mal, dass ich auch ins Schwitzen komme, so richtig. Statement? Ich krieg hier was am Seitenstich. Also der Enrico ist jetzt seit locker 10 Minuten an diesem Hochstand und zur Hüfte und wir konnten ein bisschen akklimatisieren. Also du hast dich auch schon ausgezogen, das heißt die Wanderung geht jetzt in die zweite Stufe, das heißt der erste Schweiß läuft und das Herz pumpt mal so richtig. Ich bin sehr gespannt, wo das heute enden wird. Also wir haben gerade nochmal gequatscht und das, was wir bisher gesehen haben, war bereits die Klamm. Also ich habe schon die Startsachklamm und viele andere gesehen und das waren halt richtige Klamms. Aber das hier, das war ja wirklich lächerlich. Also wir müssen diese Klammwanderung auf jeden Fall nochmal wiederholen. Das ist ja unter aller Kanone. Also in der Sächsischen Schweiz gibt es auch richtig schöne große Klamms. Aber das Ding, das war ja wirklich mickrig. Ich frag so, ja, wir laufen doch weit weg von dem Ding. Ja, ja, das war's auch schon. Ey, ich kack mir ein, Alter. Wirklich, das hätte ich jetzt nie gedacht. Aber hier sieht es auch schon mal nach einer schönen Aussicht aus. Alter. Uff, Brudi. Uff. Gehst du bitte mal in die Schnapstasche im Rucksack und holst mir eine kleine Bulle raus? Vielen Dank. Ich kann dich auch filmen, du Monster. Wieso sollst du mich filmen? Weil ich noch in der Lage dazu bin und du bestimmt jemanden brauchst. Ich brauche wirklich jemanden. Aber nicht zum Filmen. Sondern zu Dingen, Alter. Zu Dingen. Naja, ich bräuchte einen Harem aus weiblichen Fans, die jedes Wochenende dabei mit chillen. Das ist nämlich die schlimmste Vorstellung, die ich mir vorstellen könnte. Ja, eigentlich schon. Also es gibt dann schon ein paar korrekte, aber es gibt auch... So, Enrico ist weit abgeschlagen. Wir lassen jetzt erstmal den Mann aufholen. Er hat die Flasche Pfeffi übrigens gerade geleert. Wie viel Prozent haben wir der Wanderung abgeschlossen? 4,93 Kilometer haben wir. Also ein Viertel? Ja, nicht ganz. 16,8 sind so. Weil ich ja im Kreis laufe und immer wieder hin und her. Und also wir haben nicht mal ein Viertel geschafft. Nicht mal ein Viertel. Richtig stark, ich kann dir jetzt mal vom Berg unterstützen. Eine scheiß lange Hose anziehen sollen. Wie der Teufel einfach. Nachdem du den Vertrag unterschrieben hast und auf einmal das Kleingedruckte liest, kommt dann einfach... Also hier seht ihr es nochmal schwarz auf weiß. Wir haben noch nicht mal 5 Kilometer zurückgelegt und das ist noch vor uns. Und wir sind jetzt schon völlig am Ende. Das ist so geil. Wir? Bitte nicht von dir auf andere schließen. Ich bin nie fertig. Also nee, von den Jungs ja, die Gruppe ist immer nur so stark wie das schlechte Glied. Ja, wir hätten niemals losgehen dürfen. Junge, Junge. Das ist aber echt ein schöner Weg eigentlich. Also für eine leichte, entspannte Wanderung ist das schon gut. Wie gesagt, das nächste Mal geht es in eine richtige Klamm. Das ist doch unfassbar, ja wirklich.
Na du, nut, nut. Ich will gar nicht wissen, wie viele Zecken sich hier an mir festhalten und mein kostbares und nahrhaftes Blut saugen. Einfach schmecken lassen. Danke. Oh nee. Okay, Aua. Bitte nicht vom Weg abkommen. Danke. Ja, ich bin auch gerade gestürzt. Dein Rico sitzt schon dort. Also hier ist es gerade so steil, Alter. Und ich bin da rein getreten und da gerade runtergebrochen. Ja, ja, ja. Ei, Junge. Alter Junge. Macht bitte vorsichtig. Bitte, Bro. Sergeant, warte mal bitte. Ja, ich bin besoffen. Ja, das ist schön, dass du besoffen. Jo, ist das ein Rohrhaube, oder? Alter Maul! Junge, ein Tausendfüßler. Der ist wirklich sehr schön. So wie du. Danke. Du film lieber dieses Elend. Wenn du ein Taschentuch brauchst, sag's. Ich hab noch, aber danke. Sergeant, mein allerliebster Schatz. Es ist wirklich ein Notfall in diesem Fall. Also es handelt sich wirklich um akute Not. Und zwar muss ich dich jetzt wirklich mal bitten, ganz, ganz, ganz dringend zwei kleine Fläschlein aus dem Fach zu holen. Vielen Dank. Danke, wie ist der Füllstand? Also ich meine jetzt nicht vom Gender. 3, 4, 5, 6 sind noch dran. Ausgezeichnet. Schick mir mal eine Rucksäcke. Sergeant, es gibt schon wieder einen Notfall. War es bald nichts mehr? Ja, das ist auch gut so. Bitte dringend. Ja, je mehr du davon trinkst, desto weniger hast du. Sie bitte öffnen. Ich bin immunschwach. Ich bin minderjährig. War ein Spaß. Ich bin 18,5. Plus noch 10 Jahre. 19, 3 Viertel. Mahlzeit. Ich wohne auf dem Gleis 9, 3 Viertel. Wer Harry Potter nicht kennt, soll Harry Potter. Bitte nur 5 Minuten Pause einzeln eintreten. Und so weiter. Sicher ist sicher. Wie doof doch einige Sachsen sind. Also ich muss echt sagen, so eine Waldhütte ist echt krass. Maskenpflicht auch für dein Gesicht. Ja gut, also ich finde die Diskussionskultur in dieser Waldhütte sehr interessant. Was ist denn dein Statement dazu, Bruder? Weil du bist der einzige Akademiker hier. Naja, es ist eine Tradition, dass man in Waldhütten geschmiert, um jedem zu zeigen, man hat es geschafft, mal zu einer Waldhütte zu wandern. Was? Dieser Mollusk ist obdachlos. Aber irgendwie trotzdem geht es ihm besser als den meisten Menschen. Der Ursprung allen Lebens. Du willst immer das haben, aber dann sagst du zu mir Hurensohn. Weil du sagst, du hast kein Brötchen. Was ist? Gamel ist offiziell. Der Beste. Haben wir es eigentlich geschafft? Wir haben es auf jeden Fall geschafft, geistig zu zerbrechen, ja. Der Jamal versucht gerade den Gender zu erleuchten, dass wir nur ein Drittel der Wanderung geschafft haben und es dringend weitergehen muss, weil der Mann jetzt erstmal gegessen hat und unser gesamtes Essen vernichtete. Statement. Ich frage mich, warum ich überhaupt noch Kilometer einplane. Naja, das ist ein Tagestrip.
Ja, das schaffe ich auch mit 10 Kilometern. Dann kann ich auch von Pirna nach Hause laufen. Kann ich auch eine Runde durch Dresden laufen. Du bist so ein wunderschöner Mann. Ich höre dir einfach gar nicht zu. Aber ja, das ist doch irrelevant. Also, du musst wirklich dringend also, das Ufer wechseln. Auf keinen Fall. Entschuldigen Sie, guter Mann. Passen Sie wirklich auf, da hinten sind sehr gefährliche Leute unterwegs. Na, Sie sehen nur gefährlich aus. Danke, Bruder. Ja, ein bisschen was zu saufen. Sergeant, bitte an die Brötchen! Ich? Nee. Echt? Ja. Die allerletzten? Ja. Oh nee, Mann. Schickt mir Turnbeutel! Ja, das heißt uralt und schmeiße sie sowieso weg. Also. Ich liebe dich! Waldkäuze, also das sind alles noch Vögel. Ich muss echt sagen, die habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Und ich würde mich durchaus freuen, die noch zu erweitern. Hast du schon wieder gewusst, was für Vogeleier du essen willst? So ein Fotografon! Hast du mich gerade fotografon? Wir sind nun eingetroffen an einer Gastwirtschaft und werden uns jetzt hier gleich stärken, sobald der Enrico aufgeholt hat. Hallo. Mahlzeit. Ich hoffe, das ist Senf. Die Öffnungszeiten sind wirklich faszinierend. 11.01 Uhr bis 16.01 Uhr. 10.31 Uhr bis 17.01 Uhr. Das ist die deutscheste Einkehr, die ich jemals gesehen habe. Und ich muss echt sagen, deine Handyhalterung ist verblüffend. Kannst du das bitte mal erklären? Der Rucksack oder diese Hippie-Tasche wird die ganze Zeit am Arsch so klatschen. Und es ist aber besser, wenn man das straffer, das ist bequemer. Und wo ist eigentlich der Schänder? Ich höre die Musik nicht mehr. Also Zucker. Fick dich ins Knie. Das ist nur Salz. Gib mir bitte bitte Zucker. Fick dich ins Knie. Ja, nee. Ich zieh da meine Hose runter in der Hand und bitte Zucker. Lass es dir schmecken, mein Schatz. Das sieht wirklich sehr schmackhaft aus. So, danke. Und ein Bayreuther Hell. Ich würde zwar jetzt auch gerne ein Stück Kuchen essen, aber der zuckerfreie Lifestyle macht mir das Leben hart. Mmh. So ein Pixel. Alter, das ist so passend. Oh ja, hausgemacht und schmackhaft. Naja, wenigstens ein bisschen Kuchen. Kamel ist so eine Ratte, Alter. Also Enrico, es ist jetzt wirklich an der Zeit weiterzugehen. Enrico! Es muss jetzt weitergehen. Wir haben noch 16 Kilometer vor uns. Oh nee. Jungs, bitte, hilft mir mal! Der Mann reagiert nicht! Genau, wir haben es geschafft. Es geht weiter. Wir haben jetzt noch ungefähr 16 Kilometer vor uns. Und das wird machbar sein. Das ist in unserer Macht. Enrico? Du lügst, deine Zuschauer an. Das ist nicht in unserer Macht. Ich weiß nicht, ob es in unserer Macht ist. Wir werden es rausfinden. Der Enrico, der randaliert gerade massivst an der Haltestelle da hinten. Und du hast gerade geguckt, ob hier was fährt. Ja. Soll das heißt, du wirst vorzeitig abbrechen? Ich bin tot. Ich bin ein dicker Mann. Ich die ganze Skischau und nicht wandern und nicht Sport machen, bin ich tot. Du bist ein stabiler Olaf, der jeden Tag trainieren geht. Was mache ich? Junge, Quatsch, kein Reis. Und das ist nicht deine erste Sergeant-Wanderung.
Jeder, der schon die erste Saatchenwanderung mitgemacht hat, der wird nie wieder eine zweite, dritte machen. Und das ist schon deine fünfte Saatchenwanderung, also. Wir haben gerade einen sehr langen Aufstieg hinter uns. Der Jamal ist schon da. Enrico, der braucht noch ein bisschen. Aber das sind solche Ausblicke, die machen mich einfach nur glücklich. Oh, herrlich. Und dieses Bier ist wirklich köstlich. Das Arm ist so lang, Junge, alter Junge. Oh. Ich brauche dringend Hilfe. Wir sind jetzt irgendwo ganz oben. Und ich fasse es einfach nicht, dass wir das geschafft haben. Die anderen sind auch nur 50 Meter weiter hinten. Geil gewesen. Ich wünsche, ich könnte hier durch fotografieren. Sieht man da durch, ohne eine Münze einzuwerfen? Ja. Alter. Irgendwie, du hast recht. Das ist richtig krank. Junge, ja. Alter, das ist geil. Es geht durchs Dickicht und durchs Unterholz und der Weg ist mittlerweile fast, ich betone fast, zur Hälfte geschafft. Quatsch doch nie, Alter. Ja, jedenfalls möchte ich an dieser Stelle mal einen Shoutout geben an Thomas Gast, der letztlich erst gehackt wurde mit dem Krypto-Scam und so. Weil ich hätte jetzt schon echt Bock auf einen nächtlichen, ich betone nächtlichen Gewaltmarsch. Jamal, du alter Haarnacken. Oh, hier ist die Scheibe. Oh, nee. Ja, ja, letztens hast du es ja noch gemacht. Nee, was ich fragen wollte, hast du schon mal einen nächtlichen Gewaltmarsch absolviert? Ja, wenn ich mit dir unterwegs bin. Jamal, Alter, ich will dich. Jeder will dich. Ich will dich. Und ich will Sachsen. Krieg Sachsen, dann krieg ich dich. Junge, das Volk. Das Volk besteht aus Millionen von Individuen, die zusammen ein unfassbares Machtgefüge bilden und ich will einfach nur die Königin finden und verspeisen. Also ich bin mir langsam wirklich nicht mehr sicher, ob das hier ein Wanderweg ist oder ob das einfach nur die Rache des Sergeants ist für die ganzen Suffabende, die er durchmachen musste. Und ich habe wirklich langsam Angst, dass wir niemals zu Hause ankommen. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte geschafft. Oder irgendwie so, die vorne behaupten, dass wir weit weniger als die Hälfte haben. Und ich denke mal, die trollen. Wenn die nicht trollen, Alter, dann laufe ich nochmal zurück zum Galgenberg. Junge, nee. Wie gefällt's dir heute? Ich stelle mir jetzt einen Rettungshelikopter. Wir sehen hier die Pflanze unserer Träume, weil die Pflanze uns zum Träumen bringt und unsere Träume alle erfüllt. Man muss einfach seinen Finger hineinstecken, so, genau so, und dann gehen alle Träume in Erfüllung. Oh, der fand eigentlich, der war doch nicht für dicke Menschen geeignet. Gott und sprach. Gott sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Lol. Lol, da ohne Maul. Stark! Ich hab dich lieb! Ich werde euch alle umbringen, wenn es noch Zeit hat, damit ich endlich los bin, weil ich mich einfach nur abfuckt, ihr Bastarde. Das Waldsterben! Es herrschen alarmierende Zustände in sächsischen Wäldern. Warum machst denn du nichts dagegen? Von menschgemachter Klimaprobleme. Da kann ich nichts dagegen machen. Die Menschen sind schuld.
Wenn es weniger Menschen geben würde, würde es weniger Klimawandel geben. Ich liebe dich so sehr. Der Abstieg nach Niederhässlich beginnt. Farn! Das ist wirklich sehr schöne Farne. Schaut mal in das Herz des Farns. Das ist die pure Natur und das ist einfach nur schön anzufassen. Und dieser Fluss. Könntest du mal bitte draus was trinken? Das würde ich tun, aber es könnte am oberen Ende des Flusses immer ein totes Tier liegen. Oder jemand hineinpullern. Mit deinem guten Geschmack wirst du es doch rausfinden. Ich will deinen haarigen Rücken. Mein Rücken ist nicht so haarig, weil ich mich rasiert habe, aber du kannst gerne meinen Schweiß ablecken. Das lasse ich mir nicht für immer sagen. Wir sind jetzt irgendwo in Freital und dieser Mann macht jetzt nach Hause. Also der Mann, der flüchtet jetzt wirklich und ist der erste Gebrochene. Und dieser Mann zieht durch, das ist sehr schön, dieser Mann sowieso. Und ich bin froh, wenn wir endlich am Netto sind, weil ich habe... Wie bitte? Vorne ist der Netto. Geil. Dein Nacken ist rot. Geil. Jetzt gibt's Mittag. Wasser, ein Kaiserbrötchen mit Nackenkassler, Weinsauerkraut und Senf für 99 Cent aus dem Netto und eine Banane. Ich muss schon sagen, ich vermisse den Zucker sehr. Aber ja, der Fruchtzucker hält mich jetzt über Wasser. Und diese Banane ist einiges fairer produziert, als es mir lieb ist. Warum zum Teufel habe ich eigentlich... Wo habe ich die schon wieder geklaut? Oh nee! Ja, Oh nee. Ja geil, nee, es ist gut, aber wollte er eines gebrochen. Ja, der Gamel, der ist zu Hause. Die Wahl dieses Mannes fiel wenig überraschend auf drei feinste, knackige Würste, die jetzt roh und ohne alles vertilgt werden. Das ist wunderschön. Ich gratuliere dir, Bre. Und was hast du gerade erzählt? Irgendwie ein Kunde vor mir scheint tatsächlich mal den Pfandbon vergessen zu haben. Im Netto? No? Geil. Da waren 7 Euro irgendwas drauf. Ich habe mich gar nicht so richtig in Erinnerung, dass der Enrico heute mit dem Fahrrad kam. Das ist ein ziemlicher Rückwärts. Ja, dann danke fürs Anschauen und niemals vergessen, der Jamal ist gebrochen.